Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Dragon Age 2. So, im letzten Part haben wir dafür gesorgt, dass die Arbeiter wieder die Arbeit in der Knochengrube aufnehmen, haben den Sohn des Magistrats umgenockt, weil der sich als Pedo herausgestellt hat. Und ja, jetzt geht unsere Reise natürlich weiter. Wir haben noch ein paar Aufgaben zu erledigen, bis wir denn dann in die tiefen Wege aufbrechen können. Viel ist es nicht mehr. Es sind jetzt eigentlich nur ein paar random Sachen noch zu erledigen. Jetzt geben wir erstmal hier die kräuterkundigen Sachen ab. Für den Kräuter-Joe. Ja, und dann wird es eigentlich schon fast soweit sein. Eine Hauptmission haben wir noch. Ich habe euch gestern Nacht in der blühenden Rose gesehen. Was? Ja, habt ihr nicht. Du Sau! Dann hat wohl jemand anders euer Kinn gestohlen und mit Face geschäkert. Aha. Wohl kaum. Aha. Sie war nicht mal da. Aha. Mhm. Hab ich euch. Ich habe der Kommandantin berichtet, was ihr für uns getan habt. Das ist toll. Oh, noch mehr Aufmerksamkeit. Einfach halt die Fresse, Kawa. Sie begrüßt eure Geistesgegenwart und war einverstanden, diesen Karen unter Beobachtung hier zu behalten. Ihr klingt Fereldisch. Was hat euch hierher verschlagen? Ich war im Turm des Zirkels in Ferelden, als Aldred seine Dämonen beschworen hat. Ja, ich war rosa in einem Blase. Käfig eingesperrt. Wie lange, kann ich nicht sagen. Wochen? Monate? Es war ein nie enden wollender Albtraum. Ich habe mit angesehen, was diese Magier getan haben, zu was sie geworden sind. Ich würde mit Freuden mein Leben geben, um so etwas nie wieder miterleben zu müssen. Wie ist es, dem Orden anzugehören? Habt ihr das Gefühl, ihr würdet etwas erreichen? Für jemanden, der viel Wert darauf legt, etwas zu erreichen, sind die Templer nicht unbedingt die beste Wahl. Wir schlagen eine aussichtslose Schlacht. Jeden Tag werden in Thedas neue Magier geboren. Und jeden Tag entwickeln jene, die vor Jahren geboren wurden, ihre Kräfte. Wir können nicht mehr tun, als die Gefahr einzudämmen. Und neu zu rekrutieren, wenn unsere eigenen Reihen zu stark dezimiert sind. Ja, du tust ja gerade so, als wenn... Ja. Ich mach jetzt mal die Templer erfüllen eine notwendige Aufgabe. Es überrascht mich, dass ihr dieser Meinung seid. Sie ist nicht besonders weit verbreitet. Und doch ist sie vernünftig. Oh. Es gab Zeiten, da waren die Templer überall willkommen, weil sie die Leute vor dunkelster Magie beschützen. Heutzutage schlagen uns die Bürger ebenso häufig die Tür vor der Nase zu, wie sie uns einen... Das Bild des armen Schülers, der von uns in Ketten gelegt wird, ist einfach zu eindringlich. Und die Magier sind mehr als bereit, das auszunutzen. Ja, ja. Sup, 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 sup. Ich habe die Antwort dir nur gegeben, du Idiot, weil ich da Freundschaftsplus mit meinem blöden Bruder krieg. Oh, Fenris hat auch Plus bekommen. Dämlicher Penner. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schulde euch alles. Ja. Bla, 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 bla. Ich höre schon nicht mehr zu, aber ist okay. Ja, wenn ihr da in dem Fall irgendwas anderes antworten würdet, wie zum Beispiel der Ort muss sich ändern, wie ihr dann wahrscheinlich schon mal denken würdet, oder vorstellen könnt, besser gesagt, würde natürlich dann dementsprechend das wieder mal zu einem Feindesding führen, beziehungsweise wenn ihr Anders oder Meryl dabei hättet, würde es natürlich zu einem Plus führen. Wenn ihr jetzt sagt, der Ort muss sich ändern, etc. Aber damit Sir Cullen ist eh uneffektives gestern diskutieren. Ihr habt alles gebracht, was auf der Liste ja stand. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Und hier ist natürlich die zugesagte Belohnung. Yay, ich habe 3 Gold bekommen. So. Jetzt haben wir eigentlich nur noch diesen Premium-Inhalt. Den Nebenquest schnell und dann noch Akt der Gnade. Dann haben wir es eigentlich schon. Dann können wir weiterziehen. In die tiefen Wege. Die sind voll ekelig. Eine bärtige Bestie. Das ist bestimmt ein Zwerg gewesen. So, man hätte von da drin bestimmt einen großartigen Ausblick. Ihr seht aus wie ein Mann, mit dem ich mich einmal duelliert habe. Mein Ruf als siegreiche Piratin hatte ihn ein wenig eingeschüchtert. Aber er stellte sich tapfer der Herausforderung.
Ihr sagt, er sah aus wie ich? Es dauerte die ganze Nacht unter dem Sternenhimmel. Die Wellen umspülten unsere Kinder. Oh, er schießt mich! Am Strand also? Ich habe meine Schulden dafür schon längst. Wie konntet ihr da einen festen Stand bewahren? Konnten wir nicht. Wir haben uns herumgewälzt und als die Sonne aufging... Lalalala, Blumenwiese, Blumenwiese, Blumenwiese. Habt ihr gewonnen? Ich hatte letztlich die Oberhand. Würde es aber als unentschieden werden. Kava, die haben was anderes gemacht, als sich duelliert. Die haben gepiept. Du Idiot. Apropos. Für die Dingenskirchen will ich ja jemand anders mitnehmen. Dann nehme ich dich nicht mit und dich auch nicht und dich auch nicht. Ich nehme nämlich damit Varric, Anders und Meryl. Ja. Und WTF. Also Kava, jetzt machen wir echt ein bisschen kurz von KP, oder? Habt ihr gewonnen? So. Akt der Gnade. Let's go. Hallo. Irgendwelche Pervis anwesend? Ach, die Drachen habe ich ja beim letzten Mal schon umgenockt. Stimmt. Da habe ich es doch vergessen, dass da welche auftauchen. Hui. Dam, 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 dam. Da oben ist bestimmt auch random Loot, was man looten kann, oder? Jetzt mal gucken. Cookie, Cookie. Nix? Was zum Teufel? Ah, hier. Yay, 7 Silber. Suppi. Idyllische Musik. Dum-di-dum-di-dum. Liegt hier auch noch was? Wieso liegen hier lauter Leichen rum? Ich meine ja nur, aber das ist doch ein bisschen abartig, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das anders hätte machen sollen. Dass ich diesen Typen töte. Machen wir es so. Erin Hawk. Ariane hat mir gesagt, ihr hättet für ihren Sohn Feanwheel einen besseren Weg als den Zirkel gesucht. Ich dachte, ihr würdet vielleicht noch einmal einigen Magiern eure Freundlichkeit erweisen. Ja, seid ihr nochmal. Verratet ihr mir Einzelheiten, bevor ich zusage? In diesen Höhlen verstecken sich einige Abtrünnige. Wir werden nicht für euch Abtrünnige töten. Halt's Maul, Anders. Ich hatte gehofft, ihr würdet mit der Gruppe sprechen und sie zum friedlichen Aufgeben überreden, bevor die anderen Templer kommen. Eben, du hast noch gar nicht gewusst, um was es geht und dann schon meckerst du. Wer sind diese Abtrünnigen? Woher kommen sie? Es sind Magier aus dem früheren Zirkel von Starkhaven. Er ist niedergebrannt und seine Templer haben nach uns geschickt, um die Überlebenden umzusiedeln. Leider sind sie auf der Reise geflüchtet. Da ihre Phylakterien verbrannt sind, ist es nahezu unmöglich, sie aufzuspüren. Ja, Phylakterien, die Blutsachen, die ja Magier abgeben müssen und dann werden sie damit aufgespürt. Ist wahrscheinlich auch so eine Art Blutmagie, weil, Blut zu benutzen, um jemanden zu finden, ist schon ein bisschen, naja. Haben die anderen Templer Schlimmeres vor, als die Magier wieder einzufangen? Sir Karras ist ein Leutnant der Templer und ein Intimus von Meredith. Sollte er Abtrünnige finden, die sich der Verfolgung entziehen, wird Meredith es für angebracht halten, dass er sie allesamt umbringt. Ja, ganz toll. Wer ist Meredith? Ihr seid augenscheinlich noch nicht lange in Kirkwall. Meredith ist Kommandantin. Sie hat die Regeln für Magie in Kirkwall geändert. Sie sind hier strikter als andernorts. Obschon ich behaupten möchte, dass das ebenso viel Widerspruch wie Gehorsam hervorgebracht hat. Ich wollte doch eigentlich nur so, wieso sollte Meredith das machen, bla bla bla. Und dann war jetzt hier wieder, wer ist Meredith? Es würde mir nicht gefallen, wenn daraus ein Massaker würde.
Anders, schau nicht so blöd. Euer Mitgefühl steht euch gut zu Gesicht. Diese Magier haben bewiesen, dass sie Templer sofort angreifen. Ja. Ihr habt eine bessere Chance, sie zu überzeugen, dass ein Leben im Zirkel besser ist als ein Tod in Freiheit. Ser Karas jagt sie ebenfalls. Wenn sie sich bis zu seinem Eintreffen nicht ergeben haben, kommt es zu einem Blutbad. Ups. Schon cool. Wie das immer aussieht hier. Und Anders, ich habe nicht vor, irgendwelche Magier einfach zu töten. Das solltest du jetzt eigentlich schon langsam wissen. Aber wenn wir nicht versuchen, ihnen zu helfen, dann... Ne? Oh nein, Spacko. Ja, was geht mit dir? Was greifst du mich gleich an? Bist du dumm? Du benutzt Blutmagie, du Arschgesicht. Sie haben die verdammten Toten erweckt. Sie müssen wahrhaft verzweifelt sein. Ja. Bitte sagt mir, dass wir diese armen Narren nicht zurück in den Zirkel zwingen werden. Entschuldige mal bitte, aber wenn die hier Blutmagie machen und total ausflippen, dann werde ich die aber auch nicht frei rumlaufen lassen, Anders. Das kannst du nicht von mir erwarten. Man hat als Magier auch so seine Verpflichtung und seine, Rübe beieinander zu halten und nicht bei jedem kleinen Scheiß sofort Amok zu laufen und Blutmagie einzusetzen. Von daher werde ich garantiert nicht zulassen, dass die hier Amok laufen. Das solltest du eigentlich wissen. Oh, das ist toll. Stirb! Ich meine, ich verstehe, dass er das sagt. Oh, man kann die doch nicht jetzt einfach töten oder was auch immer. Oder in den Zirkel zurückbringen. Aber Leute, die einfach mal so blindlings bereit sind, jeden Einzelnen zu töten. Das ist halt auch nicht gut. Und wo sollen die hin? Die haben ja noch nie in Freiheit, also in... einfach so irgendwo gelebt. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich sehe nichts. Lass mich mal zu dem Skelett. Steht ein Typ da. Tschüss. Ich glaube, ich habe da etwas. Der Erbauer segne euch. Ich dachte, ich würde hier unten sterben. Hier in dieser Gruft. Gehört ihr zu den Templern? Bitte, ich muss zurück zum Zirkel. Ich wollte mit dieser Sache nie etwas zu tun haben. Nicht, als er damit begann, diese Dinger zu erschaffen. Er? Wer ist er? Decimus. Es war seine Entscheidung. Er sagte, die Templer würden uns als Blutmagier titulieren, wenn wir flüchten. Dann könnten wir unsere beste Waffe doch auch einsetzen. Mm. Er schnitt sich das Handgelenk auf und die Magie. Sie erhob sich aus dem Blut und erweckte die Skelette in der Höhle. Ich lief weg. Decimus hat Unrecht. Blutmagie ist böse, keine Macht, die uns die Templer mutwillig verweigern. Decimus ist der Anführer dieser Magier? Er ist verrückt. Er sagte, ohne unsere Phylakterien würde uns niemand finden. Wir wären frei. Vielleicht hat er sogar das Feuer gelegt. Es muss ein Dämon sein, der durch ihn wirkt. Kein normaler Mensch würde die Toten so verhöhnen. Okay. Draußen wartet der Templar Thresk. Ergebt euch ihm, dann wird euch nichts geschehen. Ich ergebe mich. Bringt mich zu den Templern. Ich will nichts zu tun haben mit dieser Blutmagie. Der Rest von ihnen folgt immer noch Decimus. Er ist wahnsinnig geworden. Er würde uns alle töten, nur um die Templer loszuwerden. Oh, das ist ja toll. Das klingt ja nach Spaß. Ein wahnsinnig gewordener Magier, der mal wieder mit Blutmagie rumspielt. Aber wie man auch gerade gesehen hat, an dem Jungen,
der uns gerade da getroffen hat, oder den wir getroffen haben, besser gesagt, sind nicht alle Magier immer böse. Auch wenn das schwierig ist, in dem Spiel das Gegenteil zu beweisen, dass nicht alle Magier eine Klatsche haben. Ja. Ah, da steht er ja schon, der Kackvogel. Machen wir mal hier safe. Machen wir mal Block 2. So. Oh je, das gefällt mir nicht. Und was macht ihr denn da? Betet ihr den Trottel an oder was? Sie sind hier! Die Templer sind gekommen, um uns zum Zirkel zurückzubringen. Ich bin kein Templer. Decimus nicht! Halte ein! Das sind keine Templer! Was kümmert es mich, welches Schild sie tragen? Sieh, das ist Mutter von Walking Jungs. Die Toten sich ihnen entgegenstellen. Oh, bitte. Oh. Ich hasse Blutmagier. So, erstens, du kriegst Eis ab. Zweitens, Varric macht das da. Drittens, du hast nach hinten eine Eiswall. Meryl. Aua, du Sackgesicht. Wo ist denn dieser blöde Decimus? Oh. Ihr habt ihn getötet. Ja. Oh, Decimus, Pech gehabt. Du hättest auf mich hören sollen, Liebster. Ich weiß, was ihr seid. Wie könnt ihr einen der euren töten, nur weil er sich den Templern widersetzt? Er hat mich angegriffen. Glaubt ihr, er hat die Skelette zum Leben erweckt, um mir Tee zu servieren? Ich habe ihn gewarnt. Ich sagte ihm, sobald er zum Blutmagier werde, würde er nie mehr anders wahrgenommen. Bitte, wir wollen nur unsere Freiheit. Ohne eure Hilfe werden die Templer uns alle wegen Decimus' Verbrechen hinrichten. Wohin wollt ihr gehen? Wenn nicht im Zirkel, wie wollt ihr dann leben? Ich habe von Orten außerhalb der freien Marschen gehört, wo die Templer nicht so streng sind. Das sind auch eure Verbrechen. Ihr seid ihm gefolgt. Ihr solltet alle bestraft werden. Wenn ihr versucht, uns auszuliefern, werden eure eigenen Talente ebenfalls Beachtung finden. Die Templer werden einen weiteren Abtrünnigen zweifellos an unserer Strafe teilhaben lassen. Mich mit Auslieferung zu bedrohen, macht diese alle Magier halten zusammen Idee nicht unbedingt glaubwürdiger. Verschafft ihr uns Zeit, um aus Kirkwall zu flüchten? Überlasst das mir. Wenn ich mit ihnen fertig bin, schwören diese Templer darauf, dass der Himmel grün ist. Eure Selbstsicherheit lässt mich beinahe an euch glauben. Aber ich bin 2 Wochen mit diesen Templern gereist. Sie schlagen erst zu und denken dann nach. Sie sind leichter zu töten, als hinters Licht zu führen. Du kannst mich mal. So. Ich werde auf jeden Fall keinen einfach töten, nur weil du blöde Kuh hier rumblabbelst. Oh, du hast 2 Gold dabei gehabt. Hättest dir mal was Anständiges gekauft davon, anstatt hier. Ich will einfach nur lebend hier raus. Amok zu laufen. Blöder Affe. Ich hasse es, wenn sie immer diese Blutmagie-Kacke machen, echt. Varric, ich brauch mal deine geschickten Hände. Das war leicht. Das freut mich. Varric ist eigentlich einer so meiner Lieblings-Chars. Ich mag den voll gern. Und Fenris dazu. Wir reden nicht weiter. Kein Templer soll hören, dass wir noch leben. Ja, das ist gut. Stell dich tot. Leg dich auf den Boden und mach Uka Buka. Ah, das war ja wieder klar.
könnt die blöden Viecher nicht einfach tot bleiben? Ich meine ja nur. Au! Hallo! Bam! Bam! Plupp! Ich hasse Skelette. Die werden dann auch lebendig, oder? Da lagen doch auch noch irgendwo welche. Mein falscher Weg. Da willst du diesen Idioten helfen und als Dank wirst du von denen auch noch von irgendwelchen Skeletten angegriffen. Hui. So, jetzt wollen wir mal alle großes Feuerball-Special machen hier. Bam, 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 bam. Du kriegst deinen Einzelfeuerball-Alarm. Und du bist schon tot. So. Hätten wir das geklärt, die Herren. Und raus mit uns. Oh, wartet mal, da ist jemand. Wollt ihr mir erzählen, dass von den Abtrünnigen nur noch dieser Junge übrig ist? Fetter Bart. Ich bin weggelaufen, als sie Blutmagie eingesetzt haben, Sir. Sie sind nicht in den Höhlen, Sir Karras. Ich habe sie gründlich durchsucht. Wer ist das? Varric. Sagt ihm, wer wir sind. Wo liegt das Problem, Sir Thrask? Hat die Kommandantin etwa vergessen, Sir Karras mitzuteilen, dass Verzauberer Hawk aus Ferelden gekommen ist, um bei der Niederschlagung aufständischer Magier zu helfen? Ja, sicher. Ich wollte es ihm gerade sagen. Wir haben unsere Untersuchung der Magier in den Höhlen abgeschlossen. Es ist niemand mehr drin. Ja, sie haben sich gegenseitig getötet. Ich habe sie getötet. Antwürste. Die Abtrünnigen haben Blutmagie eingesetzt und sich letztlich gegeneinander gewandt. Ihr Anführer ist vor uns vom Schlachtfeld geflüchtet. Der dreckige Feigling hat seine eigenen Leute dem Tod überlassen. Ich habe es nur kurz gesehen, aber anscheinend führen die hinteren Gänge zur Küste. Ich habe eure Männer dorthin geschickt. Wir können ihn noch einholen, wenn wir um die Höhlen herumgehen. Der Weg ist schneller. Küste, sagt ihr? Männer, ausschwärmen und das Ufer absuchen. Die Leichen bergen wir später. Ich werde euch der Kommandantin empfehlen, Verzauberin Hawk. Einen Magier, der mit den Behörden kooperiert, trifft man selten. Ja, ja. Dank, werte Freundin. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr es schafft. Ihr würdet einen Geizhals dazu kriegen, euch seine letzte Münze zu geben. Ich hätte nicht gedacht, dass auch nur einer von uns diese Höhlen lebend verlässt. Es wird kein leichter Weg sein, als Magier frei zu leben. Aber es wird mein Weg sein. Bitte nehmt meinen Stab als Belohnung. Er trägt das Zeichen von Starkhaven. Was hab ich denn mit dem? Ich wage nicht, ihn weiterhin zu tragen. Er hat mir gut gedient. Nun müssen wir bis zum Einbruch der Nacht so weit wie möglich kommen. Danke, werte Freundin. Ja dann, tschüss. Aber beschwer dich nachher nicht, wenn du kein leichtes Leben hattest, du blöde Kuh, ja? Möchte ich gleich mal mit anmerken hier. Nicht, dass dann hinterher wieder sowas kommt wie, oh, ich hab voll beschissen leben müssen, weil du mich freigelassen hast. Blablabla. Dann hau ich hier nämlich eine rein. Wieder Belebung, so. Das brauche ich nämlich dann auch irgendwann mal. So. Tschakka boom. Tschakka bam. Wir haben jetzt nur noch die Hauptquest vor uns. Heißt also, im nächsten Part werden wir mit der Hauptquest beginnen, also weitermachen. Das bedeutet, wir werden die tiefen Wege unsicher machen. Und ich freue mich schon, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao!